Am 12. Tag des Vulkanausbruchs auf La Palma hat sich ein neuer Schlot gebildet. Der bereits dritte Lavastrom fließt parallel zu seinen Vorgängern, wird aber als kleiner beschrieben. Er hat bislang von der Lava verschonte Landstriche erfasst. Gleichzeitig verzeichneten die Behörden 8 neue Erdstöße mit einer Stärke von bis zu 3,5. In dem Gebiet bedeckt eine schwarze, meterdicke Schicht bereits eine Fläche von 700 Hektar. Das entspricht 1000 Fußballfeldern. Das dem Wissenschaftsministerium unterstellte Forschungsinstitut CSIC sprach angesichts der neuen Entwicklung von einer schlechten Nachricht, betonte aber, es gebe keinen Grund zur Panik. Genau verfolgt wird jetzt, ob der dritte Lavastrom dieselbe Fließrichtung wie die beiden anderen annehmen und sich in den Atlantik ergießen wird. Beim Auftreffen der Lava auf Meerwasser entsteht Schwefeldioxid. Die Regionalregierung empfahl, zu Hause zu bleiben und Mundschutz zu tragen.